Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur SAC. Wir sind jetzt nun schon einige Monate produktiv und haben viele Anregungen von den Fachbereichen bekommen und eine Anregung haben wir schon umgesetzt und das möchte ich euch heute vorstellen. Wir befinden uns im Moment auf der Ebene 0 der SAC im Management Cockpit. Was ist neu? Und zwar neu ist, dass wir hier oben eine PL für Planversion, in dem Fall Budget, haben. Das bedeutet, dass alle Zahlen, die ihr hier seht, das sind ja Zahlen der OneRate-Logik, dass diese mit der Planversion Budget verglichen werden. Das könnt ihr an der Stelle sehen, aber nicht auswählen. Hintergrund ist, es gibt schon verschiedene Planversionen in den unterschiedlichsten Dashboards. Also zum Beispiel gibt es beim Bauplan, bei den beeinflussbaren Kosten, beim NDL. Hier haben wir schon eine HR1. Auf dieser Ebene 0 haben wir gesagt, wir nehmen den kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle Dashboards vereint. Und das ist in dem Fall und zum jetzigen Stand das Budget. Damit möchte ich auf die Ebene 1, zum Beispiel vom Projekt- und Bauplan, springen und euch zeigen, wo ihr es jetzt auswählen könnt. Sofern die Daten gleich geladen sind, sollte es so aussehen wie bei mir. Ihr habt hier wieder in der Überschrift das PL gleich Budget, also den kleinsten gemeinsamen Nenner, den es auch auf der Ebene 0 gab. Aber ihr habt zusätzlich hier einen Filter Version und darunter steht ganz klein Ist und Budget. Das ist eure Auswahl. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und es kommt ein Dropdown-Menü und ihr seht, dass ein Haken bei Budget und bei Ist drin ist. Budget ist das, was wir schon voreingestellt haben. Das könnt ihr ändern. Ihr müsst es aber rausnehmen und die Version, die ihr möchtet, auswählen. Ja, in dem Fall jetzt die HR1. Was immer drin sein muss, ist das Ist, weil ansonsten bekommt ihr keine Ist-Zahlen. Das war technisch nicht möglich, das hier rauszunehmen. Deswegen lasst es einfach drinnen, nicht anfassen, sonst passen die Zahlen nicht. Ja, was hat sich jetzt geändert? Ihr bekommt hier oben in der Überschrift die Information, dass die Planversion jetzt HR1 ist. Und das heißt, alle Berechnungen, die gegen einen Planwert gehen, wie zum Beispiel hier die OneRate-Logik, geht jetzt gegen den Plan der HR1. Und das sind jetzt auch Werte der HR1. Das ist eigentlich schon alles, was wir euch vorstellen wollen. Vielleicht als kleiner Hinweis, solltet ihr mal eine Planversion auswählen, für die es noch keine Planwerte gibt. Ich nehme jetzt mal die HR2, denn die haben wir noch nicht. Passiert Folgendes. In der Überschrift wird HR2 angezeigt, aber hier in der OneRate-Logik und bei den Planwerten bekommt ihr überall einen Strich, was auch korrekt ist. Ja, das war ein vielfacher Wunsch, den haben wir umgesetzt. Schaut es euch an, testet es durch und wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Ansprechpartner standen alle in der Mail. Dann viel Erfolg und wir freuen uns über das ein oder andere Feedback oder vielleicht auch neue Wünsche, die ihr zur SAC habt. Danke.